Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen in der Eurogruppe und im Europäischen Rat. Wir haben eine sehr herausfordernde politische Agenda in diesem Jahr. Es geht darum, die wirtschaftliche Erholung in und nach der Pandemie zu gestalten. Wir wollen Mittel, insbesondere auch privates Kapital, mobilisieren, um die Transformation in Europa zu erreichen. Da geht es nicht nur darum, aus der Krise herauszustarten. Ein wichtiges Anliegen der deutschen Bundesregierung ist es, ein Momentum zu entwickeln, um aus der Krise heraus auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken. Für die deutsche Bundesregierung entscheidend ist dabei, und so legen wir auch unsere eigene nationale Politik an, dass wir die Bedeutung der Fiskalregeln weiter beachten. Fiskalregeln sind entscheidend, um die Glaubwürdigkeit der Staaten gegenüber den Kapitalmärkten zu erhalten. Fiskalregeln leisten auch einen wichtigen Beitrag dazu, um die monetäre Stabilität zu erhalten und auch die Preisentwicklung im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Wirtschaft insgesamt in einem kontrollierten Maß sich entwickeln zu lassen. Die französische Ratspräsidentschaft hat ja ähnlich wie der Chef der Eurogruppe das ja auch getan hat, eine Reihe von Dossiers aufgerufen, die jetzt anstehen. Die deutsche Bundesregierung will ihren Beitrag zu einer Lösung leisten. Wir sind offen für Fortschritt und Weiterentwicklung. Wir wissen aber auch, dass im langfristigen Interesse wir eine kluge Balance brauchen aus der Begrenzung der öffentlichen Verschuldung einerseits und andererseits der Freisetzung von Investitionen in die Transformation. Das muss nicht gegeneinander stehen. Die Lösung ist oft, die Rahmenbedingungen für privates Kapital zu verbessern.